Im Laufe der Zeit können wir euch sehr, sehr viele Geschichten erzählen. Und ja, eine sehr amüsante Geschichte, die ist schon einige Monate her. Wir geben hier unter anderem NTG-Nachhilfe und ja, da kam ein Anruf von einem Interessenten, wo ich sehr schnell gemerkt habe, der hat eigentlich gar kein Interesse daran, Nachhilfe zu buchen. Ja, also da ging es dann sehr schnell darum, kann ich hier mal eine offene, ehrliche Frage stellen, aber ja, ist total privat. Und ja, was hat er vorgeschlagen? Er hat vorgeschlagen, dass er zur Prüfung geht. Er würde sich selber verkabeln und hat dann irgendwie so eine super tolle Brille, womit man dann irgendwie mit einer Kamera das aufzeichnen kann. Und er hat mir dann angeboten, er wird den doppelten Kurspreis zahlen dafür, dass er in der Prüfung sitzt und ich ihm dann übers Ohr sage, wie er es vorrechnen soll. Leute, nein, das bringt überhaupt nichts. Bitte, bitte, bitte. Dieses Betrügen, es gibt ja Leute, die stecken so viel Energie in dieses Betrügen rein. Lass diesen Scheiß bitte. Das macht absolut keinen Sinn. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Immer kurz vor der Prüfung, jedes Mal, so kurz vor der Mai-Prüfung, kurz vor der November-Prüfung, werden wir gefragt, habt ihr die Prüfung? Nein, haben wir nicht. Es gibt niemanden in Deutschland, der die Prüfung hat. Und ja, es gibt immer wieder irgendwie ein schwarzes Schaf da draußen, gerade bei diesen Social-Media-Plattformen. Es gibt immer wieder ein schwarzes Schaf, der sagt, ich habe die Prüfung, kannst du kaufen für 500 Euro, für 1000 Euro. Bitte, bitte, bitte fallt nicht auf diese Betrügerei rein. Nein, es gibt niemanden, der diese Prüfung hat. Und wenn jemand irgendwie aus irgendeinem Grund an diese Prüfung rankommen würde, seid euch bitte bewusst, die IHK weiß das und merkt das und es gibt immer eine Reserveprüfung in der Schublade. Ja? Das heißt, sollte kurzfristig rauskommen, da ist irgendwie was durchgesickert, dann wird eine Schublade aufgemacht und es gibt eine Reserveprüfung. Siehe dazu beispielsweise die Industriemechaniker-Abschlussprüfung, diese Gesellenprüfung. Da ist das Ganze passiert jetzt, ja, vor ein paar Monaten. Schublade auf, die eine ist durchgesickert, die haben eine, 3 Tage später wurde die Prüfung verschoben um 3 Tage und es wird eine Ersatzprüfung geschrieben. Also das ganze Thema bringt nichts. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen was zum Thema Mindset, zum Thema Betrügen. Du willst Meister werden, du willst Industriemeister werden. Ja? Was ist denn ein Industriemeister? Ein Industriemeister ist auch eine Führungskraft, ein Industriemeister ist ein Vorbild. Und sind das Vorbilder, die betrügen, die sich versuchen, einen Vorteil gegenüber anderen zu verschaffen, aufgrund, nur weil sie ein bisschen Geld auf den Tisch legen und sagen, okay, jetzt kaufe ich mir einen Vorteil? Nein. Stell dir vor, du bist Meister, vielleicht bist du auch selbstständig, ne? Wenn du jetzt im Handwerksbetrieb bist. Stell dir vor, du bist Meister und sagst deinem Mitarbeiter, ich schicke dich zu einem Schweißerlehrgang, ja? Ich zahle Geld dafür, ich mache eine Investition in dich und deine Qualifikation, damit du den Schweißerbrief bekommst, ne? Dass du das Schweißen lernst. Jetzt geht dein Mitarbeiter, in den du Vertrauen hast, in den du Zeit und Geld investierst, zu einer Kammer, macht einen Schweißerlehrgang, aber bei der Prüfung sagt er, hey, kannst du für mich da reingehen und die Schweißprüfung absolvieren? So, und dann schickt den anderen rein, dann bekommt er seinen Schweißerschein, der kommt in die Firma und was passiert? Er kann gar nicht schweißen. Ja, er hat die Prüfung gar nicht gemacht oder hätte sie wahrscheinlich gar nicht bestanden. Wenn du der Meister bist und schickst deinen Mitarbeiter dahin, du würdest dich doch tierisch ärgern. Das heißt, warum machst du das? Ne? Ich habe dir doch Vertrauen geschenkt, ich habe dir doch die Möglichkeit gegeben, diese Weiterbildung, diese Qualifikation zu machen. Ja, also, was ich damit sagen will, lasst bitte diese Versuche eine Betrügerei und wenn ihr auch das irgendwie mitbekommt von irgendeinem, er schüttelt meinen Kopf und sagt, Junge, das passt nicht, ne? Das passt nicht. Du willst Meister werden, also bitte, bitte verhalte dich auch wie ein Meister. Ganz wichtig. Also, in diesem Sinne, macht das richtige Mindset zur Prüfung, lernt ordentlich und ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Übung macht den Meister, so ein paar blöde Meistersprüche, aber es ist so, ja. Und wenn du Schwierigkeiten hast beim Industriemeister, komm gerne auf uns zu. Wir machen auch die Industriemeister-Nachhilfe. Das heißt, egal in welchem Modul du Hilfe brauchst, wir kriegen dich durch jedes Modul, das ist kein Problem. Aber bei uns kannst du nur bekommen Methodik, Schweiß,
Arbeit, Lernaufwand. Ne? Und das Ganze wird aber Spaß machen. Das heißt, wir bringen dich positiv ohne Betrügereien durch die Prüfung. Und wenn du wissen willst, wie das für dich aussehen kann, komm gerne auf unsere Website www.bildungsfabrik-online.de und dann schauen wir uns an, wie wir dir helfen können. In diesem Sinne, bleib gesund, bis bald, euer Stefan.